Sieht man, wie knapp das ist. Oh Gott, und jetzt fängt's an zu fliehen! Oh nein, lauf! Es holt auf! Runter vom Schiff! Boah! Wir haben es tatsächlich. Mein Gott, meine Herren, ich kann es nicht fassen, wir haben es tatsächlich. Oder? Ich meine, das kann doch selbst dieses dämliche Vieh nicht überlebt haben. Und Daniel hat es auch geschafft. Endlich ist es vorbei. Ich verstehe nicht. Warum habe ich diese Macht? Es liegt am Folgenden. Maya ist auch in dir, Samus. In mir, in ihr drin? Der Geist, oder? Als deine Mutter und deine Schwester verstorben sind, transplantierten sie einen Teil deiner Schwester in dir. Was bedeutet... In mir? Ja. Als du 7 warst, du erinnerst dich vermutlich an gar nichts mehr von dem, aber... Du wurdest geboren mit einem Defekt in deinem rechten Auge. Und so wurde Mayas... Ja. Ich glaube, Hornhaut ist das. Wurde in dein rechtes Auge transplantiert. Mein rechtes Auge? Meine Konyas Hornhaut. Naja. Dann das, was ich gesehen habe, als ich Eve berührt habe. Man sagt, wenn man eine wirklich extreme Erfahrung durchmacht, das ist es dann, was du siehst, was in die Hornhaut eingebrannt wird. Aber das wurde wissenschaftlich nicht bewiesen. Das war Mayas letzte Erinnerung. Das war das Letzte, was sie jemals gesehen hat. Was die Mitochondrien anbelangt, die in Samus' Körper waren. Ich glaube, sie haben verschiedene evolutionäre Veränderungen durchgemacht, oder andere, als die von Eve. Indem sie symbiotisch mit Samus' Mitochondrien gelebt haben. Besaßen sie immer noch die Macht von Eve. Aber von dort an entwickelten sie sich zu einem Punkt weiter, wo sie symbiotisch mit dem menschlichen Zellkern leben konnten. Ja, und deshalb ist ihr nichts passiert und sie hatte diese Macht. Ich und Maya, unsere Mitochondrien-Macht. Angefangen mit dem Zwischenfall in Japan und nun dann das hier. Da frage ich mich, ob das eine Nachricht an die gesamte Menschheit ist. Don't fuck with nature. Ne? Nachricht? Was für eine Art Nachricht? Nun, wie soll ich das erklären? Wenn die Erde ein einziges menschliches Wesen wäre, dann wären wir Menschen die Invasoren dieser Erde und würden
wie ein Virus sein, was außer Kontrolle gerät. Schöne Überleitung. Nun, wenn man es so betrachtet, wir bringen die natürliche Balance des Körpers durcheinander. Oder bringen sie in Aufruhr vielmehr. Das ist definitiv Zerstörung. Nein, nein, wir sind nicht so schwach. Nun, du musst verstehen, die Menschen sind in gewisser Weise Parasiten. Man kann sagen, dass wir Parasiten sind und diese Welt unser Wirt ist. Schau mal, die Sonne geht auf. Für sie auch. Mit einer neuen Erfahrung. Hey, das ist doch Ben. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Na los, Samus. Hier, nimm eine Hand. Danke, Ben. Oh, der Text geht automatisch voran, das ist irgendwie nicht so geil. Ich bin nicht so gut mit diesen sozialen Ereignissen. Ja, ich auch nicht, aber ich liebe diese Sachen. Wir müssen das wieder gut machen wegen Heiligabend. Ist irgendwie nicht angemessen angezogen. Das ist das erste Mal für mich, also ich bin nervös. Das ist, weil du mit Samus hier unterwegs und sie so toll angezogen ist. Was? Oh nein, das stimmt nicht. Oh, es fängt an. Sollen wir nicht gehen? Ja, es ist irgendwie gerade kacke. Der Text geht automatisch voran. Und er gibt einem nicht viel Gelegenheit, ihn durchzulesen. Ja, Daniel und Ben sind ziemlich spät, oder? Sind ziemlich spät dran. Sie sollten sich besser beeilen. Ja, das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Das Badezimmer muss ziemlich überfüllt sein, ne? Was ist los? Du scheinst etwas angespannt zu sein. Ja, er ist Wissenschaftler und hat vermutlich nicht viele Freunde. Ja, natürlich. Was? Oh, nun, da ich nach Japan zurückgehe morgen und bla 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 und Ben gerade wieder zurückkommt. Los aus dem Weg, Maida. Ja, okay, hab es geschafft. Ich sitze direkt neben Samus. Tut mir leid, dass wir spät dran sind. Ich frage mich, was für ein Stück sie da jetzt wohl sehen. Vater, bitte erlaube mir, Eva zu heiraten. Eine andere Hauptdarstellung. Ich verbiete es dir. Du weißt nur zu gut, was passiert, wenn du das tust. Die, die ihrer Schönheit verfallen, werden auf schreckliche Weise sterben. Du verstehst nicht. Sie ist diejenige, die leidet durch diese ganzen Toten. Sie ist böse. Wachen ergreift sie und verbrennt sie auf der Stelle.
Oder vielmehr verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Oh Gott. Ja, schlechte Erfahrung mit diesem Stück, ne? Vater! Möchtest du sie dem Tode überlassen? Dann bitte ich dich auch, mir mein Leben mit ihrem zu nehmen. Edward! Oh, was passiert jetzt, wenn sie anfängt zu singen? Hey, würden Sie sich bitte wieder hinsetzen? Oh, tut mir leid. Ach, kommt schon, Jungs. Oder Leute. Diesmal alles gut zu gehen, oder? Da kracht ja etwa dieser Kronleuchter von der Decke. Vor. Oh mein Gott. Ist diese ganze Menschheits-Virengeschichte etwa doch wahr? War das nicht nur eine Überleitung, sondern die Wirklichkeit? Tja, wer weiß. Und damit sind wir bei den Credits. Ja, wir haben es geschafft. Die Welt ist gerettet. Uiuiui, das war wirklich ein haarsträubendes Abenteuer, was wir hier erlebt haben. Ja, also ich glaube, diese Szene am Ende, das ist so was Symbolisches dafür, was der Maeda da vorhin gesagt hat. Mhm. Ja, die ganze Menschheit, dass die ganze Menschheit im Endeffekt nichts weiter ist als ein Parasit und die Erde der Wirt ist und diese Viren sich rasend verbreiten. Und wirklich keiner davon wirklich sicher ist. Naja, auf jeden Fall ein, ja, klasse Spiel, Parasite Eve. Ich mag es absolut gerne. Eins meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation. Wahrscheinlich sogar das für mich beste Spiel von Square Soft auf der PlayStation. Mir gefällt einmal das Kampfsystem, mir gefällt die Geschichte, die Charaktere sind wirklich toll. Wo ich dann aber auch, wenn ich das sage, immer dann dummerweise auf die Nachfolger zu sprechen kommen muss, denn ja, es gibt einen offiziellen Nachfolger, Parasite Eve 2. Der ist leider nicht ganz so gut gelungen. Muss ich sagen, ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich sehe das ja eigentlich mal so als einzelne Geschichte an. Ich würde mir wünschen, dass es mal einen richtigen Nachfolger gibt, der auch das Gameplay beibehält, denn Parasite Eve 2 ist ja, ist eigentlich ein Resident Evil, kompletter Resident Evil Klon. Also man hat eine Panzersteuerung, das Kampfsystem ist quasi rein actionbasierend nur noch. Und ja, das gefällt mir irgendwie nicht. Auch die Story ist nicht so pralle. Und es wird auch kaum auf die Geschehnisse von diesem Spiel eingegangen. Also es wird eher so als wie hat man es dann genannt? New York Blockade Zwischenfall oder Blockaden Zwischenfall wird das da irgendwie genannt.
Und ja, im zweiten Teil, auch von den Charakteren aus diesem Spiel, hört man da nicht wirklich was. Bis auf der Hauptprotagonistin Aya natürlich. Ansonsten, ja, also hat mir nicht so gut gefallen, aber es war immer noch besser als diese Scheiße, die man dann auf der PSP rausgebracht hat. Heißt zwar nicht Parasite Eve 3, sondern das Spiel heißt einfach The Third Birthday. Und das Spiel ist, ja, also vom Gameplay technisch her gar nicht mal schlecht. Aber wer da wirklich viel Wert auf Charaktere und Geschichte legt, die aber diese, gerade bei diesem Spiel nicht sehr klein geschrieben sind und die auch wirklich fesseln, wer darauf viel Wert legt, der wird mit The Third Birthday mal so richtig hinter die Palme geführt. Zwar ist das Spiel nicht Parasite Eve, aber es gibt immer noch die Hauptprotagonistin Aya Brea. Das Ganze ist dann so ein, ja, hat ein bisschen dummerweise ein bisschen zu viel von dem Final Fantasy VII Spin-Off-Film und Spielen geschluckt, was Charakterdesign und so weiter angeht, und das geht mir tierisch auf die Nerven. Ich hab's echt, ja, ich hab's echt nicht genossen, das Spiel durchzuspielen. So, vom Spielen selber her war es gar nicht mal so übel, aber naja. Wie dem auch sei, im Endeffekt, ja, ist diese Reihe dann doch leider relativ schnell wieder runtergegangen. Das Schlimmste ist ja, dass der erste, der absolut beste Teil, wirklich großartiges Spiel, kannst du nicht oft genug sagen, dass der in Deutschland gar nicht rausgekommen ist. Es gibt ihn nicht mal im deutschen PlayStation Store, man kann sich das Spiel aber ja, relativ leicht mit einem US-Account holen für ein paar Dollar. Also das ist eigentlich alles kein Problem. Aber naja. Gut. Dann gibt es ja noch was Schönes hier, nämlich das sogenannte New Game Plus, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Ich wollte ja nicht direkt das zu weit da vorweggreifen, vor allen Dingen da, wenn noch ein Bosskampf auf uns gewartet hat. Aber okay, ja, New Game Plus könnt ihr freischalten, da gibt es einen extra Dungeon, einen verdammt schweren Dungeon sogar, das definitiv, wo auch die schwersten Gegner im gesamten Spiel sind, ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar ist das Chrysler Building, ein Dungeon mit 70 Stockwerken, auf dem zufallsgenerierte Gegner sind, ziemlich viele sehr, sehr heftige Bosskämpfe und ein alternatives Ende. Werden wir das hier jemals zu Gesicht bekommen? Wer weiß. Vielleicht werde ich mich da irgendwann nochmal dran machen. Aber rechnet nicht irgendwie morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr oder was weiß ich wann. Ich werde es dann machen, wenn ich mich da mal wieder dran klemme, wann das sein wird. Da will ich keine Zeit nennen, also spekuliert gar nicht, erst schreibt mir es nicht in die Comments hier, mach dies und mach jenes und so fort. Kann ich noch nichts zu sagen, wann, wie, wo das passieren wird. Naja, jedenfalls hat mir sehr, sehr große Freude gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich mache das auch immer noch wieder. Sollte dieses Spiel mal ein Remake kriegen? Warum nicht? Solange sie das Kampfsystem 1:1 beibehalten. Also es wäre schon cool, das Ganze mit Sprachausgabe und moderner Grafik zu sehen. The Third Birthday hat Sprachausgabe auf der PSP. Die Sprecherin für Aya Brea ist auch meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gewählt. Problem ist nur, ihr Charakter ist ziemlich nervig. Also sie ist nicht so eine, sie ist in keinem Spiel so eine taffe Heldin wie hier, die sich von den schockierenden Ereignissen zwar auch beeindrucken lässt, und das ist ja ganz normal, sie, ist ja, sie sagt auch immer, sie ist kein Mensch und keine Maschine oder ein Monster oder sonst was, aber trotzdem versucht sie mit der Sache klarzukommen und bricht nicht wie so ein weinerliches Etwas zusammen, wie das in The Third Birthday der Fall ist. Dummerweise. Ja, wäre schon cool, das zu sehen, aber ich bezweifle das. War eigentlich ja schon eine Überraschung, dass Square Enix mit dem
den Third Birthday das Franchise oder zumindest Teile davon nochmal wieder ausgegraben hat. Aber ich glaube, das Spiel hat sich auch nicht so gut verkauft und ist auch nicht so gut angekommen. Von daher, naja. Gut, wir müssen abwarten, was die Zukunft bringt. Mich würde es freuen, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Naja, damit sind die Credits am Ende. Und ich warte gespannt, ob noch irgendwas kommt. Außer mein Schluck auf zurück. Ja. Wir kriegen einen richtig heftigen Schluck auf zum Ende des Spiels. Und einen Haufen Bonuspunkte, die wir dann in den New Game Plus verprassen können. Wir kriegen auch allgemein, wenn wir in New Game Plus ein Kapitel schaffen, immer so einen ziemlich großen Punktebonus, damit wir unseren Charakter möglichst schnell aufwerten können. Und das heißt dann natürlich auch, ist auch im Hinblick auf das Chrysler Building mit implementiert. Ja. Ich lasse das mal einfach weiterlaufen. Ich kann auch hier irgendwie gar nichts machen. Also ich kann, wenn ich da drauf drücke, wird das Ganze nicht abgekürzt. Also müssen wir wohl darüber warten, bis uns diese ganzen Punkte gut geschrieben werden. Unser Level nehmen wir aber... Nee, das Level nehmen wir nicht mit rüber. Aber diese Waffe und die Rüstung, die wir da, wo wir da den Namen eingravieren lassen konnten. Und halt diese Punkte hier. Ja. Kann sich nur um Stunden handeln, fürchte ich. Muss doch bald mal Schluss sein, oder? Jawohl. Ja. 3000 Punkte kriegen wir. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt nochmal ein letztes Mal abspeichern. Und dann würde ich sagen, ja, das war's dann soweit. Parasite Eve hat ein Ende gefunden. Wir sehen es da. EX Round 2. Damit können wir das ein neues Spiel starten. Machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal. Wir müssen jetzt sogar wieder Disk 1 einwerfen. Machen wir auch nochmal eben schnell. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Spiel, da zuzuschauen. So viel wie ich. Vielleicht habt ihr es auch selber mal gespielt. Könnt ihr gerne eure Erfahrungen mit diesem Spiel mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten sage ich an dieser Stelle, wie immer, wir starten jetzt das New Game Plus. Nein, Quatsch. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.